Hey, yo, was geht, Mann? Wer bist denn du? Zu wem gehörst du? Rodrigo, ich gehöre zu niemandem, ja? Wer bist du denn? Ich bin Samu, Mann. Hast du vielleicht ein bisschen Geld für mich? Rodrigo, ich hab gar nichts. Gar nichts? Ja, okay. Alles klar, Amigo, ja? Ich wünsche dir was, Hast du Mann. eine Waffe selber? Ich hab eine Waffe dabei, ja, Sollen wir einen Raub machen? Ja, wieso nicht, komm? Dann steig mal ein. Dann let's go. Wer bist du, der? Wie heißt Samu, heißt du? Oder wie? Freut mich, mein Name ist Cortez. Freut mich, mein Bester. Alter, ich hatte mal so viel Geld, Mann. Alles einfach weg. Kann man nicht Human Labs machen hier? Human Labs? Geht das? Sollen wir machen? Ja, komm, lass versuchen. Ja, okay, aber lass machen. Eine Pistole. Ey, du da. Hindu, kommst mit. Steig ein. Okay, fahr zu Human Labs, ja? Wir sehen uns bei Human Labs. Wie heißt denn du? Ich? Keine Ahnung. Ja, das ist ein guter Name. Kannst du deine Hände runternehmen? Und was klar bei dir? Ja, bei dir? Ja, muss. Eigentlich wollte ich nur zum Auto aus, aber ja. Wer hat gefragt? Was ist denn hier los? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich. Warum, hä? Warum stehen bleiben? Ich weiß nicht. Ach so, war Grenzkontrolle? Ja, keine Ahnung. Ich fahre immer gegen die Steine normalerweise, diesmal nicht. Die Fahrkünste sind einfach zu gut geworden inzwischen. Oh, Scheiße. Ey, yo, was ist denn hier los? Warum zieht's auf mich? Was steigen wir das gerade? Alle beide. Warum das denn? Weil es ein Anwesen ist. Raus da. Wie? Ist das hier nicht Human Labs? Das ist Human Labs. Ja, ich wollte Human Labs machen. Das ist unser Anwesen. Raus da, alle beide. Ihr habt Human Labs in eurem Anwesen, oder wie? Human Labs ist unser Anwesen. Ach so. Kann man das nicht ausrauben? Sorry, Mann, ich wusste das nicht. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich schon niemals reingefahren. Da kann man sich aber denken. Ja, nein, kann ich nicht denken. Ich kenne euch doch gar nicht. Da wirst du uns jetzt kennenlernen. Wusste ich nicht. Sorry, Mann. Lass mich gehen, Mann. Ich werde nie wieder kommen. Alter, kannst du mal aufhören, auf mich zu zielen, Alter? Eigensicherung. Ja, alles gut, Entspann Mann. dich. Alles klar, einmal rumdrehen. Ja, okay, Mann, chill doch mal. Erstmal Handy raus, oder wie? Ja, immer. Muss ja erstmal gucken, wie die Aktien stehen. Oh, das ist die erste Strafe dafür. Ey, was soll das, Mann? Habt ihr deine Waffe abgenommen? So, du bist dran. Aber warum klaust du mir meine Waffe? Aus meiner eigenen Sicherheit. Ja, du kannst doch nicht einfach meine Waffe Ja. nehmen, Mann. Gib mir die bitte zurück. Hast du sehr viel Pech. Okay, alles klar. Jo, warum hast du mir mein Geld geklaut? So. Ihr seid das beide Strafe. Ihr Ich könnt hab jetzt da doch gar nichts rausgehen, ihr könnt gemacht, ich laufen. bin der Geisel, Mann. Ist mir egal, ihr könnt beide rauslaufen jetzt. Ey, was soll denn diese Scheiße, Mann? Oh, Was war? Mann. Kann ich das Auto hier Ja, haben? alles gut. Ja, chill doch mal, Alter. Idiot. Könnt laufen. Ja, knall sie ab. Nein, 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 ich meinte die Geisel. Ich meinte die Geisel. Warum abknallen, Mann? Was? Du hast zu mir gesagt, Idiot. Nein, ich hab die Geisel gemeint. Ja, ihr habt mich gemeint. Ich hab die Geisel gemeint. Auch wenn ihr die Hände oben habt, kann ich nicht abknallen. Ihr seid auf unserem Anwesen, ne? Ja, kannst du machen, klar, aber Lass ich. Jetzt Warum? Laufen. Lasst ihr jetzt gehen, Jungs, geht einfach. Schönen Spaziergang, Freunde. Ist doch gut jetzt. Okay, dann wissen wir ja gleich, wem wir stimmen werden. Wie und jetzt? Ich werde mir jetzt eine Waffe besorgen, dann werden wir die auf jeden Fall, werde ich die auf jeden Fall stürmen. Aber ich überlege gerade, wie ich die Waffe von einem Auto erstmal bekommen soll. Boah, das sind ja voll die Söhne, Bruder, ja. Wallah, das hat doch nichts mit RP zu tun. Dass sie mir einfach die Und Waffe abnehmen, meine Waffen ab, mein Fahrrad kaputt, mein Auto kaputt machen und ich soll jetzt hier 50 Minuten in die Stadt laufen oder was? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum macht man sowas? Das ist kein RP, sondern das ist einfach Leute triggern, versuchen zu triggern. Amigo. Fahr los, Mann, fahr Warum los. schießen die Putos? Diese Pizza haben meine Waffe abgenommen, wa? Warum? Was haben die gemacht? Die haben ich mich hab euch beobachtet, ich hab an dir jetzt. Ja, aber Waffe? Ich brauche eine Waffe, ich brauche eine Waffe. Was machen wir denn jetzt? Wir holen jetzt hier eine Waffe, komm. Ich hab kein Geld. Ja, wir schnurren uns hier irgendwie Geld. Okay, Mann, wir f***en die, yo. Ja, da, wir gehen dahin. Lass uns mal auf diese Putos jetzt konzentrieren, ja? Wie viel waren die? Vier Leute? Ja, easy. Wie heißt du, Mann? Sancho, Amigo, Sancho. Okay, Mann. Dann let's go. An die will ich auf jeden Fall meine Rache nehmen. Ey, Jungs, habt ihr ein bisschen Geld für mich? Ich brauche dringend eine Waffe, Mann. Ja, ich geb dir was. Gib mal kurz deine IBAN. Ich danke dir, Mann. Ich danke dir. Let's go, Mann. Wir f***en die jetzt. Ihr sollt was machen? Von wo? Das überlasse ich dir. Kennst du dich gut aus da? Ja, ja. Wir pushen von hinten rein. Okay, Mann. Oh, die Puto-Kontrolle, ja. Was ist das denn? Scheiß drauf. Fahr durch. Oh, warte kurz. Nein. Was ist denn los, Mann? Hallo? Was ist das denn, Mann? Mitten auf der Straße bleibst du einfach stehen. Was soll das denn mit den Taser-Jungs? Wieso denn? Ja, haben sie es gar nicht gesehen, denn das Kind... Ja, Amigo, hier ist eine f***ing Autobahn. Verdammte Scheiße, das ist eine Autobahn. Was macht ein Kind mitten auf der Straße? Hör auf zu tasern, hör auf zu tasern. Mein Gott. Was soll das, Digga? Bist du eigentlich geistig behindert? Hey, oh Mann, warum taserst du, Idiot? Ja, was für du Idiot, was soll das? Ey, fessel den nicht. Oh, verdammte Scheiße, immer die gleiche Scheiße. Mach die Hände doch entfesseln. Ah, Bruder, das ist so schlechtes RP einfach, ja, oh mein Gott. Warum lebt der kleine Pisser, Bruder? Der revivet sich einfach, ja! So, der Herr, ich werde sie einmal beiseite stellen.
Er kann doch nichts dafür machen, wenn das Kind mitten auf der Straße ist. Verdammte Scheiße, Mann. Ja, Kollege, nehmen Sie ihm bitte die Waffe ab und dann bitte freilassen. Wie die Waffe abnehmen, Mann? Wir wollten die Waffe ziehen. Nein, wollte ich nicht, du Idiot. Wie willst du das denn wissen, Mann? Du warst mit dem Rücken zu mir, du Idiot. Du hast doch nichts gesehen. Okay. Ich hau nicht ab. Ich tue nur meine Mutter. Cyber freilassen, einmal in die Ecke kommen. Nein, du kannst mir meine Waffe nicht abnehmen. Du hast das doch gar nicht gesehen. Einmal die Waffe abnehmen. Sie bekommen sie danach wieder. Wonach wieder? Haben Sie für die Waffe überhaupt einen Waffenschein dabei? Ja, hab ich. Oh Mann, wie kann man so krass triggern? Ja, das ist nicht normal, Alter. Ich werde sie freilassen. Kannst du mir jetzt meine Waffe zurückgeben, bitte? Dann will ich erstmal deinen Personalausweis und danach deinen Waffenschein sehen. Ich habe zwar eine Waffenlizenz, aber ich habe sie gerade nicht dabei, aber Sie können beim Waffenhändler nachfragen. Kann ich Ihnen das bestätigen, ja? Ich gebe Ihnen meine Personalien und Sie können mit meinen Personalien beim Waffenhändler nachfragen, dann werden Sie meine Waffenlizenz dann auch sehen. Ja, kannst du machen. Super, dann mache ich einmal Ihren Vor- und Zunamen. Das ist Samuel Jackson. Okay, so verstanden. Einen kleinen Moment, bitte. Mach das. Sehen wir mal, ob die RP fähig sind oder ob der Fail-RP so ist wieder. Was macht dieser Idiot da, ja? Was sucht er da? Ich verstehe diesen Idiot nicht. Was macht er da jetzt? Was ist denn jetzt? Ja, ich hab's mal nachgefragt. Es ist eine Bestätigung gekommen, dass die keinen Waffenschein besitzen. Nein, das kann nicht sein. Ich habe einen Waffenschein. Dann händigen Sie ihn aus. Wenn Sie keinen dabei haben, Sie sind verpflichtet, einen Waffenschein dabei zu haben. Wollen Sie mich eigentlich komplett verarschen? Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, ich habe einen Waffenschein. Haben Sie mir einen gezeigt? Ich habe dir doch gesagt, dass der Waffenhändler es Ihnen bestätigen könnte. Ich habe nachgefragt. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich habe einen Waffenschein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wie soll das denn sein? Das funktioniert doch gar nicht. Ich habe doch einen. Ich habe doch einen Waffenschein. Das kann doch gar nicht funktionieren, was du da mir vorgaukelst. Was sind Sie verpflichtet, immer bei sich zu tragen? Welche drei Gegenstände? Welche drei Karten? Ja, okay, alles klar. Ja, das ist jetzt Ihr Ernst. Warum versuchen Sie auf Kranz und was reinzudrücken? Ja, egal, scheiß doch, komm, wir fahren weg. Nein, warte, wir machen das. Ich werde die jetzt im Support f***en, wegen Fehler, P-Drittpartei, auf dem Rücken. Weil ein kleines Kind mit dem Rücken getasert, dies, das, Alter. Jetzt werde ich den richtig versuchen zu f***en im Support mit Regelwerk reindrücken, mit Fehler, P, dies, das. Jetzt werde ich richtig eklig. Moin, wie kann ich dir helfen, mein Lieber? Ich hatte eine Situation, wo jemand Drittpartei gemacht hat und der hat mit Rücken zu mir getasert, obwohl er mich nicht sehen konnte, also Leben nicht geschützt. Okay, hast du einen Clip davon? So, ich meine diese Stelle. Hör auf zu tasern. Wo ist jetzt Drittpartei? Also, das ist Drittpartei, das ist der kleine Pisser hier mit tasert. Okay, stopp, mehr brauchst du nicht sagen, alles gut. Das ist doch kein Polizist, oder willst du mir erzählen, dass ein kleines Kind ein Polizist oder wie? Nein. Das ist ein Medic, ich kläre das jetzt. Du hast Medic, recht. Nein, ich hab noch eine Situation. Achso. Oh, verdammte Scheiße, immer die gleiche Scheiße, mach dir. Ich will den halt hier, erstens, der Medic abknallt. Hat sich hier eingemischt. Ich wollte den hier nicht abknallen, ich wollte den dafür sorgen, dass er ihn entfesselt. Und so. Der hat hier, siehst du, der hat zurückgezielt. Ja. Er kann noch gar nicht sehen, der hat also quasi, verstehst du, was ich meine? Okay, alles gut. Er hat in den Rücken geguckt, er hat auch getasert, hast du auch gesehen, ne? Er hat auch getasert. Ja, ich hab alles gesehen. Alles gut, Bruder. Alles gut. Der hat auch in den Rücken einfach. Gib mir 2 Sekunden, ja? Ja, der hat meine Waffe abgenommen. Ich wollte mit dem RP machen. Ich hab dem gesagt, meine Waffenlizenz habe ich nicht dabei. Du kannst beim Waffenhändler nachfragen, habe ich gesagt, ne? Der kann das ja nicht nachgucken, ne? Kann er nicht, ne? Kann er momentan, glaube ich, nicht. Kann er momentan nicht. Und da hat er gesagt, der hatte keinen Bock auf RP. Und hat er gesagt, ich habe nachgefragt und er hat mir bestätigt, dass du keinen Waffenschein hast. So richtig unfähig, RP zu machen. Da hätte der doch mitspielen müssen, oder nicht? Hätte er 100% mit. Weil er es nicht nachgucken kann. Und damit hätte ich den RP technisch halt ausgedribbelt. Und der hat einfach keinen Bock drauf und hat einfach gesagt, ich hab nachgefragt, nix. Was ist das? Ja, richtig, das ist scheiße. Einen Moment. Was ist denn mit unseren Waffen und so? Sollen wir einfach. Okay, warte, ich komme mal ganz schnell zu dir. Bruder, ich hab noch eine Frage. Ja, bitte. Die Kleinen, können die nicht sterben? Kinder sind bewusstlos. Ja, aber Kinder, nachdem die bewusstlos sind, dürfen die Taser und so ziehen oder was? Nach Bewusstlosigkeit darf sowieso jeder 20 Minuten nichts machen. Ja, okay, dann guckt nochmal die Übertragung, dann hab ich noch was. Guck mal jetzt, warte, den Kleinen habe ich auch noch was. So. Verwarn die beiden mal bitte. Er soll schon auf Support warten. Bitte schön, ich hab dir 12 Mille gegeben. Ja, okay, hab ich bekommen. Wir sind hier reingefahren, wir haben den Kleinen hier überfahren, Bruder. War nicht absichtlich, der war mitten hier auf der Straße. Und die ist gestorben, also die ist, weißt du? Ja, okay. Und er ist auf, da war er oder oben und danach ist er, hat er rumgetasert, so wie so ein Schwanni. Ja, ich kläre das jetzt. Ja, da hat er ja auch richtig ekelhaft reingeschissen, Drittpartei richtig, gemacht, plus New Life-Regel, dies, das, gar nichts so richtig beachtet. Ja, normal, wir klären das. Wir schauen nochmal rein, ich hab mitbekommen, dass er auch auf dem Boden geredet hat. Ich hab jetzt drauf New Life-Regel nicht beachtet und Drittpartei und Fail-RP. Ihr hört es? Guck mal, jetzt hört mal zu. Hier ist der Tod, ne? Ja. Oh. Und jetzt hört? Ne. Warte kurz. Nein. Hab ich gehört, Bruder. Er hat gesagt, seid ihr behindert. Seid ihr behindert.
Das ist, schon sehr krass. Drei Regelbrüche auf einem Schlag, das kriegt man ja auch nicht so einfach hin. Ne? Dafür muss man schon sehr, sehr viel reinscheißen. Ja. Selbst wenn du bewusst Regelbrüche machen willst, schafft man drei Regelbrüche. Rein. Okay, Sachs. Gut, wir machen den Rest mit ihm, okay, Bruder? Was du sagst, Bruder? Sachs. Ich will kein Kaugummi. Du kannst wirklich, ne? Natürlich. Hast du gecheckt? Ja, natürlich, Bruder. Alles gut. Okay. Wir klären den Rest, okay? Okay, Mann, okay. Ich danke dir. Hau rein. Okay, Mann. Ciao. Hau rein. Fahr zum Waffenladen. Ich hab's geklärt, ja? Wir haben das Geld bekommen. Ich geb dir jetzt eine Pistole. Oh Mann, dann komm, ich wollte einfach diese Typen stürmen. Egal, jetzt bin ich scheiß drauf. Warte, danke dir. Ey, sammelt bitte ganz kurz. Ich will nicht stürmen. Ich will einfach nur ein bisschen Geld. Gib mal ein bisschen Geld. Ich bin auf Twitch entbannt, bitte. Ich geb dir mal ein bisschen Geld. Oh Mann, nein, dann gib Geld. Ja, gib Geld. Tam. Ey, bitte entbann mich, bitte. Gib mir Geld. Gib mir schnell. Ey, warte, geben hier. Alles, was du hast. Ich bin seit dem 2. Dezember gebannt, bitte. Ich werde irgendwie nicht entbannt, bitte entbann mich. Gib mir. Hab ich. Ich hab nichts bekommen. $500, was soll ich damit, Amonaco? Ey, bitte, entbann mich, bitte. Wie heißt du? Sali. Ich muss erstmal schauen, was du überhaupt gemacht hast. Schau mal, da war einer, der hat die ganze Schnauze Zeit halten. Okay. 8 Timeouts, 2 Sperren. Sali, das sieht nicht so bunt aus für dich. Halt deine Fresse, deine Eltern sind Zwillinge, die sich 20 Mal am Tag gegenseitig in den Mund scheißen. Deine Oma und Opa sind auch Zwillinge, du wurdest bei der Geburt angeschissen. Ey, Bro, bitte. Der Typ hat mich beleidigt. Ja, letzte Chance, komm, jetzt verpiss dich hier. Ich küsse dein Herz, jawohl. Alter, diese Wichser müssen jetzt auf jeden Fall gefickt werden. Komm, mach dir eine Munition voll. Okay, let's go, fahr. Wir ficken jetzt erstmal diese Cops, ja? Die Cops, müssen. Ja, wir werden jetzt frech. Wenn die noch da sind. Ja, natürlich, Grenzkontrolle. Danach gehen wir die Pisser von Human Labs. Die haben immer noch eine Pistole von mir, Alter. Und ist keiner da. Oh, keiner da. Okay, dann fahr durch. Beim Rückweg vielleicht. Wir fahren jetzt in diese Hut rein. So, keine Hut? Was ist das für eine Scheiße, was sie da machen? Aber in dieses Human Labs. Ich glaube, die haben Regierungsgespräch, kann das sein? Ja, das kann sein. Dieser Bastard von Human Labs, ne, so ein Bastard, der hat mir einfach meine Reifen. Mein Auto ist halt immer noch da, so, weißt du? Die werden mir auf jeden Fall f***en, Alter. Kostet es, was es wolle. Wollen wir direkt rechts rein? Lass uns aus der Ferne mal ein bisschen aus dem Büschen erstmal beobachten, würde ich sagen. Je nachdem, wie viele die Situation, sind, ja? Ja, die Situation ein bisschen einschätzen. Lass mir hier rechts. Ist jemanden? Ich sehe keinen. Hier kann man jetzt gucken, ob da welche sind. Da welche? Da ist mein Auto, da ist mein Auto. Boah, da sind viele, Amigo. Wo? Siehst du die? Aber ich glaube, die haben ein Treffen, oder nicht? Da ist ein Heli. Geh mal hier, geradeaus. Bleib mal stehen, lass mal von hier gucken. Wie viele sind das? Wir müssen warten, bis die weg sind, ja? Ja, genau, lass die warten, würde ich sagen. Naja, wir warten, ja. Mach den Motor aus, damit der Benzin nicht flöten geht. Das sind schon einige. Ja, das sind viele, ja. Das sind 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, das sind schon 10 Leute. Einer ist auch gegangen, über 10 Leute. Aber wir sind hier echt gut positioniert, ne? Bitte, wir können hier echt gut beobachten. Na, wir warten jetzt, ein bisschen Geduld habe, ne? Bis die weg sind, die anderen. Ja, das muss man aber ein bisschen schlauer machen. Du hast keine Chance, wenn 10 Leute reingerollt kommen. Naja, sowieso nicht. Du hast keine Chance. Du musst die schon auf jeden Fall einzeln eliminieren. Auf jeden Fall müsst ihr beide Masse bleiben. Überraschungseffekt brauchst du auf jeden Fall. Ja. So, dass die nicht wissen, wo du bist, so kannst du es schaffen. Ansonsten schaffst du es nie gegen so viel auf einmal. So, wir werden jetzt, weißt du, was wir jetzt machen werden? Wir werden jetzt warten, bis diese Roten sich verpissen und bis die sich verstreuen und einige wegfahren. Und dann werden wir die in der Hood bleiben, wenn es so ist, wie ich denke, also die 6 Leute, 7 Leute dann alle ausschalten und danach werden wir die Hood übernehmen und alle, die reinkommen, werden wir alle eliminieren und alle abziehen. Ja, genau. Machen wir. Ich frag mich, was die da so lange besprechen, ne? Keine Ahnung. Wo die laufen, okay. Ich glaube, jetzt werden einige in den Helikopter einsteigen und auch wegfliegen. Genau. Mhm. Und dann auch diese 4 davor, die 3 da vorne dann. Ja. Okay, die fahren weg. Ich sag dir ehrlich, weißt du, was wir mal machen? Was denn? Wenn die alle die Hood verlassen sollten, was ich aber nicht glaube, dann werden wir es so machen, dass wir die Hood schon mal einnehmen und dann warten wir dort auf die. Ja, machen wir. Wir können sogar jetzt schon mal reingehen, ja? Aber ich glaube, die werden nicht alle wegfahren. Ich glaube, einige werden noch zurückbleiben. Nein, was die machen, das ist eine Besprechung gerade. Guck, jetzt gehen die Roten hin und nach den Roten kommt keiner mehr. Da sind die nur noch alleine. Ja. Ja, wenn du willst, können wir jetzt schon mal rein, ja? Ja, okay, komm. Dann wird dieser scheiß Motor nicht so laut, ja? Bleib mal stehen, ich will mal gucken, ob die. Ob die was gemerkt haben, oder? Geh mal zurück, sodass ich was sehe. Nein, guck, die stehen da noch wie eine 1. Okay. Sicher, dass sie das nicht hören? Glaub nicht. Glaub, die sind gerade konzentriert auf das Gespräch. Wir müssen mal hoffen. Lass dich aussteigen. Ja. Ach, der will einfach rein. Okay. Zieh mal die Schuhe aus. Warte mal, wie sollen wir das machen? Die kann man easy. Wir haben keinen Funk. Einfach schreien. Na komm, wir können da hoch, komm mit.
Sollen wir warten auf einen, bis der erste kommt, oder wie soll man es machen? Ja, genau, genau. Okay. Wollen wir? Ich glaube, die sind weg. Hm, meinst du? Ja, Auto, hast du Auto nicht gehört? Die sind weggefahren. Okay, ich habe einen vor mir. Ich sehe den, ja. Der telefoniert. Sollen wir die rushen jetzt, sagst du? Ich glaube, es sind nicht mehr so viele hier. Komm. Einer ist weggefahren, ein Auto. Hm. Komm mit. Ey, mach die Hände hoch. Mach die Hände hoch, beide. Fessel den einen. Geht die Treppen hoch. Laufen. Ich lauf doch. Lauf. Ich lauf doch schon. Willst du mich verarschen? Lauf. Lauf doch. Lauf oder du bist tot. Ich lauf doch schon. Lauf doch, du Idiot. Laufen. An die Wand. Was macht der Typ da? Kopf zur Wand. Halt deine Fresse. Mach du das, Armigo, ja? Okay. Halt die bisschen Ausschau. Alles gut. Der hat nur Handy und Funk, aber passt. Bleib so. Alles gut. Ey, mach nicht. Hol mal die Leiche von dem anderen. Jawohl, ich will. Ich kann nicht tragen, irgendwie, ja? Komm du nach hier. Halt auf den. Pass auf, die kommen. Wollen wir sagen, das soll durchfunken, damit deine anderen Jungs kommen? Warte kurz. Nein, die kommen sowieso, siehst du es? Die kommen. Gelb, ja, die kommen. Das sind nicht die. Da kommen welche von denen, pass auf. Das ist andere Familie. Sicher? Ja, das andere. Das gehört die ganz. Warte, ich sag den sollen nicht schießen. Nicht schießen! Das ist doch eine von dir! Ich schwöre dir, das sind nicht von mir. Nein, das sind nicht. Die sehen ganz anders aus. Nein, hallo, warum? Ich mach Hände hoch, die sollen nicht schießen. Einer kommt von hier hoch. Nicht schießen. Amigo, alles gut, nicht schießen, was machst du? Vollidiot. Ich hab extra nicht geschossen, ja. Ey, Mann, es kommen diese Opfer denn, ja. Was ist das für Opfer, ja? Wo habt ihr die geschossen? Einfach drei Drittpartei wir oder was haben wir dann können? Boah, wie schlecht, Bruder. Support, Drittpartei, ich will eine Fraktionsverwaltung jetzt sehen. Ab zum Support, kenne ich nichts. Schusskeul war auch nicht da, stimmt. Ich habe eine Hut gestürmt und da kam eine andere Partei dazu, Drittpartei, und die haben ohne Call einfach geschossen. Ich kläre das gleich, ich habe dich jetzt zwischenzeitlich wiederbelebt. Die haben gerade eine Familie, hat gerade Drittpartei gemacht, aber komplett, ne, mit mehreren Mitgliedern. Ja, es wird gerade kein Call gegeben, Leben wurde nicht geschützt, und eine fette Drittpartei wurde auch begangen von einer ganzen Fraktion, was weiß ich. Warte mal. Ob ich Clip habe? Du kannst mir das einfach zeigen. Ja, ich kann es dir zeigen. Okay, dann wollen wir mal mein Bester, dann wollen wir mal. Wie das altbekannte Schema, Supportgespräch ist ja Standard geworden inzwischen, ne? Ich bin ja, glaube ich, sogar inzwischen der größte Stammkunde hier geworden. Also das ist hier die Hut, wir sind ja in der Büschen, blablabla. Ach, die Hände. Und hier haben wir die gestürmt. Komm. Laufen. Ich lauf doch. Lauf. Willst du mich verarschen? Lauf. Lauf doch. Der hier hat sein Leben nicht geschützt. Lauf doch, du bist tot. Ich lauf doch schon. Lauf doch, du Idiot. Laufen. Lauf doch. Okay. Bruder, aber ich bitte dich, was ist das, ja? Wir machen einfach weiter. Aber was ist das? Ich sag dir das 200 Mal. Was ist das für ein Idiot? Nochmal. Ich schreibe mir gerade auf. Alles gut, Bruder. Entspann dich. Zahl mal weiter. Bleib nein, alles gut. Ich bin entspannt. 100%iges Leben nicht geschützt. Das wollte ich hören. Weiter geht's. Ah, guck, jetzt kommen die hier mit Helikopter. Eine andere Familie. Ich hatte erstmal überlegt, die abzuknallen, die ist da, weil ich dachte, dass das von der ist, aber der hier sagt zu uns auch noch, dass es eine andere Familie ist. Das ist andere Familie. Warte, ich sag denen, sollen nicht schießen. Nicht schießen! Guck mal, er schreit denen sogar, dass sie nicht schießen sollen, dass sie sich nicht einmischen sollen, dies, das und so. Nicht schießen. Amigo, alles gut. Oder, guck mal, ich hab nicht mal versucht zu schießen, so, weißt du? Und das ist die Situation. Ja, man hört, dass dein Kollege auch noch sagt, Amigo, alles gut. Marc, folgendes, erstens, der erste Kollege hat sein Leben nicht geschützt, leider, ne? Genau. 100%, kein Call wurde gegeben und Drittpartei wurde begangen. Okay, Sachs, wir machen den Rest fertig, Tomo. Gefettfingert habe ich einfach, ich wollte noch Waffe zielen, Alter, und bin dann aus Versehen drauf gekommen. Also sollte auf jeden Fall gar nicht so enden, ne? Wir wollten eigentlich nur sagen, Hände hoch, Alter, und dann, einfach mal gefettfingert. Das sollte auf jeden Fall nicht so enden, weil wir haben bloß die Info gekriegt, von wegen, da sind welche oben und wollen sich in unser Geschäft einmischen und deswegen sind wir dann hochgekommen. Ich habe auf jeden Fall nicht geschossen, ich habe nicht mal gezählt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann eine Kugel abgekriegt und lag dann halt. Mann, Unfälle können passieren, sag ich mal so, wie es ist. Du hast es ja sofort rausgehauen, also ich will dir ja nicht sagen, dass du jetzt lügst. Nee, kannst du auch im... Ja gut, im Clip siehst du es auch nicht, aber ich hab's dann nachher nochmal gesagt. Ja, aber mein Bester, zwei Regelbrüche, das ist immer ein bisschen zu viel, ne? Drittpartei plus kein Call.
Also über das Kein Call kann man ja mal sich drüber streiten, gefettfingert, pff, schwierig. Ja, als ob dir das, Bruder, als ob dir das nicht auch schon passiert ist, oder? Du nimmst ganz eh ehrlich, alles auseinander. Eigentlich nicht. Ich schieß nie auszusehen. Darüber kann man sich streiten, aber trotzdem fett Drittpartei. Ja, ja. Der eine hat ja rumgeschrien auch noch, ne? Jungs, mischt euch nicht ein, das habt ihr auch gehört, er hat geschrien. Das habt ihr gehört. Ja, ja, der eine ist, hat dann, ja, eine, ja, es hat dann einer geschrien, also, ja, ja. Ich und mein Kollege, wir haben beide nicht ein einziges Mal geschossen und wir haben auch laut geschrien. Das ist eine fette Ausrede. Ich hatte so einen Schwarzer erschossen. Warte, ja, mal, warte mal kurz. Ey, yo, Mann. Ja? Du? Hast du eben einen erschossen? Ja, der hat auf mich geschossen, ja. Ich habe dreimal gesagt, nicht schießen, der hat auf mich geschossen einfach, ja. Warte kurz. Wie oft wurdest du beschossen? Mehrmals, ja. Der gleiche hat dich mehrmals beschossen? Ja, ja. Okay, Moment. Also wenn dein Finger ausgerutscht ist oder was weiß ich, wie du das gesagt hast, dann wäre es ja nur ein Schuss gewesen, aber er sagt mehrere Schüsse. Hinter mir war ja noch jemand. Hast du einen Clip von der Situation? Du kannst auf meinem, ich bin gerade live, du kannst bei mir reingucken, wenn du willst. Kannst du mir, warte, ich schick dir. Na, alles gut, ich hab schon gefunden. Okay. Warte. Ich geh kurz in die Rückdings rein und dann guck ich mir das mal an. Wir haben das Video gesehen, zu 100%, Bruder. Wir können den Rest mit ihm regeln. Da kannst du jetzt weiterspielen, ja? Ja, okay. Ich muss dich abonnieren, um das anzuschauen. Was musst du? Ich muss ihn erst abonnieren, bevor ich das so schauen kann. Du hast VODs nur für Subscriber gemacht? Okay, ich muss hier schnell raus. Ach du Scheiße. Er sagt auch dem Supporter noch so frisch, du kannst bei mir in Live reinschauen. Alter, wie asozial. Also er sagt ihm quasi, dem Supporter, dass er den abonnieren soll, damit er überhaupt den Beweis sieht. Also, versteht das nicht falsch, ne? Ich will keine Streamer angreifen, die VODs nur für Abonnenten gemacht haben, dies, das und jeder kann machen, wie er möchte. Ich respektiere das. Was heißt, ich respektiere das? Ich respektiere das nicht. Mir ist das einfach scheißegal. Jeder soll machen das, was er für richtig hält. Mir ist das egal. Aber es geht hier gerade um was anderes, ne? Es geht ja gerade darum, dass wir dass der Supporter einen Clip braucht für einen Beweis und dass er quasi dafür Geld ausgeben muss. So, mal einfach gerade rein. Ja, halt die an, lass wieder hochpushen. Hier anhalten. Ja, ja. Genau. Muss ganz schnell gehen jetzt. Da haut ab, der Bitch. Mach die Hände hoch. Komm mit. Lauf. Die Treppe hoch. Ey, was ist heute los, Alter? Stell dich an die Wand. Okay, Mann. Bist du alleine hier drinne? Mehrere drin, aber ich weiß nicht, wo die sind. Kann sein, dass sie auch abgehauen sind. Ich hab kurz was gemacht, Mann. Mit meinem Auto. Bleib so. Du Junkie, Alter, mit deinen Pokerchips. Die gehören deinem Freund. Okay. Wo sind deine Kollegen? Weiß ich nicht. Warte mal, hast du überhaupt ein Funkgerät? Hast du nicht, ne? Mhm. Wurde mir vorhin weggenommen. Hat nichts. Der Pokerchip ist der Junkie, wenn du willst. Kannst du pokern. So, was machen wir jetzt mit dem? Ja, einfach laufen lassen, ne? Ja, okay. Hätte eh nix. Scheiß auf den. Normalerweise waren die eben noch wach, ich schwör's euch. Komisch. Ich glaube, die haben die Höschen vorhin, kann das sein? Keine Ahnung. Okay. Alles klar, Amigo, dann wünsche ich noch einen schönen Abend, ja? Hi da, okay, ciao, verpiss ciao. Dich jetzt. Ich glaube, ich hab meine Pistole, wa? Kannst du dich erinnern, wo ich zwei Pistolen? Dies? Ja. Ich glaube, das war der. Oder zwei hatte, der hatte zwei dabei. Ja, das war der bestimmt. Ah, ist auch scheißegal. Siehst du die? Was ist denn da? Eine Polizistin und ein Sheriff-Auto. Siehst du den Bus hier? Ja, lass mal mit dem Sheriff reden. Ja, komm. Wir warten jetzt hier, warte hier vorne. Der muss eh hier lang. Wunderschön. Ey, das war der doch. Was ist tun? War der es nicht? Das war der. Was kann man für sie tun? Herr Sheriff, ich habe eine Frage. Ja, was gibt's denn? Ich will jetzt Schichtende machen. Sind Sie der Fahrer? Ja, ne? Von dem Gefährt, ja, aber sicherlich. Folgendes, ich habe eine Frage. Können Sie bitte weggehen? Ich sehe leider nicht so gut. Einen Moment bitte, ja? Haben Sie gestern eine Grenzkontrolle durchgeführt? Haben Sie gestern... Okay, er will es auf die Tour. Fahr der hinterher. Sofort aussteigen, sonst bist du tot. Amigo, wenn du funkst, bist du direkt tot, ja? Weg. Aussteigen bitte, ja? Sofort! Aussteigen sofort! Ich will doch nur Feierabend machen! Verdammte Scheiße, willst du es halt... Was macht der? Keine Ahnung, wieso der geschossen hat, ja? Wir müssen jetzt weg, die ganzen Bullen kommen jetzt. Was ist das für ein Idiot, ja? Ich weiß nicht. Willst du den durchsuchen? Durchsuch den. Ja, natürlich durchsuche ich den. Oh Mann, was ein Idiot, Mann. Das war der, ne? Das war der, 100%. Ja, das war der, tatsächlich. Komm, mal Pistole darf ich auf jeden Fall. Schutzweste darf man wahrscheinlich auch. Das Funkgerät. Nehmen wir auch mit. Essen, trinken habe ich. Idiot.
du Scheiße. Überleben wir alles. Nein, oder? Nein. Nee, nee, das wird noch, ich glaube fest dran. Oh, das war's so. Das war's.